Guten Morgen auch nochmal von mir. Ich bin Vivian Barkmann und ich war jetzt eine Zeit lang bei Jugend mit einer Mission und habe da eine Jüngerschaftsschule für ein halbes Jahr lang gemacht. Das bestand aus 3 Monaten Unterrichtsphase mit verschiedenen Themen. So in Köln hat das stattgefunden und 3 Monate, die ich im Ausland war, auf einem Einsatz, und zwar in Südafrika. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen, was ich da so für Eindrücke einfach gewonnen habe. Und ja, habe überlegt vor der Predigt, worüber ich reden könnte. Und eigentlich war schon die ganze Zeit, auch schon vor Südafrika, ein großes Thema bei mir, Leistungsdruck. Und ja, ich habe mich auch darüber irgendwie so definiert vorher in meinem Leben. In vielen Bereichen habe ich mich über meine Leistung eigentlich definiert und das wurde irgendwie zu meiner Identität. Und ich habe das auch in der Zeit dort dann irgendwie auch wieder so gemacht und war hochmotiviert, Menschen zu bekehren und zu heilen und Wunder zu tun. Und habe aber total vergessen, Gott zu fragen, was er eigentlich möchte. Und noch bevor wir den ersten Dienst hatten, hat Gott dann angefangen, in mir daran zu arbeiten, wenn auch vielleicht auf eine etwas radikale Weise am Anfang. Er hat mir nämlich als erstes das genommen, womit ich am meisten leisten konnte, was so meine größte Gabe auch im Team war. Und es war, Gottes Stimme zu hören und prophetische Eindrücke zu haben. Und als unser erster Dienst dann kam und ich Gottes Stimme immer noch nicht wieder hören konnte, wurde ich dann irgendwann ein bisschen nervös und war ziemlich, ja, auch verzweifelt und dachte einfach, nichts mehr tun zu können. Und er hat dann einfach zu mir so gesagt, so, hey, vertrau mir einfach, ich werde dir alles zur richtigen Zeit geben. Einmal die Folie mit dem Krankenhaus, die danach. Genau, und dann so geschah es auch wirklich. Also er hat mir alles zur richtigen Zeit wiedergegeben. Wir sind nämlich dann in dieses Krankenhaus reingegangen und direkt auf dem Flur haben wir schon eine Mutter getroffen, die total am Weinen war und uns dann zu ihrer Tochter ins Zimmer geführt hat. Die hatte nämlich epileptische Anfälle, seitdem sie von einer anderen Person verflucht worden war. Also da war irgendwas Geistliches einfach im Gange. Und ab dem Moment, wo ich einfach in diesem Zimmer drin war, war es so, als hätte ich Gottes Stimme noch nie so klar gehört. Und er hat einem genau gesagt, was wir in welchem Moment machen sollten. Und wir haben dann ja ihr das Evangelium erzählt und sie gefragt, ob sie ihr Leben Jesus übergeben möchte. Und in dem Moment, noch bevor sie überhaupt irgendwas sagen konnte, hat sie dann halt wieder so einen epileptischen Anfall, also wie so eine Manifestation dann nochmal bekommen. Und wir haben für sie gebetet und sie ist dann wiedergekommen sozusagen und hat ihr Leben dann noch Jesus übergeben. Und insgesamt war das eine ja total von Gott geleitete Zeit. Und ja, wir haben sie dann sozusagen wieder verlassen, sind wieder nach Hause gegangen. Und oft war es in Südafrika so, dass wir die Menschen nie wieder gesehen haben, denen wir in unseren Diensten begegnet sind. Und wir haben uns oft gefragt, so was aus den Menschen geworden ist. Und bei ihr war es dann aber so, dass, nächstes Bild, dass sie am nächsten Sonntag bei uns vor der Haustür stand und mit uns in den Gottesdienst gehen wollte. Obwohl das einige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt war und ihr ging es total gut und sie wollte ja dann mit Jesus durchstarten. Und genau, nächste Folie. Ich habe daraus 3 Punkte eigentlich so mitgenommen. Nämlich als erstes Identität, dass ich Gott vertrauen kann, dass er mir alles zum richtigen Zeitpunkt geben wird, wenn ich ihm dienen möchte. Und dass Gottes Liebe für mich gleich ist, ob ich nun etwas leiste oder ob ich nichts leisten würde. Also ich hätte auch in der Ecke da stehen können und nichts machen können in dem Krankenhauszimmer. Und er hätte mich genauso geliebt, wie wenn ich jetzt da genau mitgemacht hätte. Und dann der zweite Punkt ist die Abhängigkeit von Gott. Nämlich nur genau das zu tun, was er in diesem Moment möchte, dass ich es tue und nicht darüber hinaus zu denken, so, okay, was denke ich jetzt gerade, was das Beste ist, weil er die Herzen der Menschen am besten kennt. Und der dritte Punkt, Vertrauen, dass Gott durch das wirkt, was ich tue und er derjenige ist, der die Herzen der Menschen berührt und sie verändert.
Und ich möchte noch näher auf die Abhängigkeit und das Vertrauen eingehen. Wir haben nämlich jeden Tag eigentlich nach den Diensten und uns als Team getroffen und haben Zeugnis so gegeben über die Sachen, die wir mit den Menschen erlebt haben in den Diensten. Und ich hatte immer das Gefühl, dass ich nichts erlebt hätte. Und ich habe Gott angeklagt dafür, warum es mir so geht, weil ich ja eigentlich hochmotiviert war. Und er meinte dann zu mir, dass ich das Prinzip von Zeugnis total falsch verstanden habe. Ich habe mich immer gefragt, was habe ich getan sozusagen in diesen Diensten, und dabei hätte es heißen sollen, was hat Gott getan? Und dass wir eigentlich nichts leisten sollten, sondern dass er derjenige ist, der etwas leistet und der die Menschen verändert. Und nächstes Bild. Wir hatten zum Beispiel einen Dienst, der auf den Straßen von Kapstadt war nachts. Und da sind wir an recht gefährliche Orte gegangen, also wo so Drogenumschlagsplätze waren. Und da habe ich eine Frau getroffen, die, wo Gott mir voll die Liebe für gegeben hat, für diese Frau. Sie war auch drogenabhängig und hat halt auf der Straße gelebt. Und ich habe dann Gott nicht gefragt, was ich machen soll, und habe dann einfach angefangen, ihr mein Zeugnis zu erzählen und sie über ihre Situation auszufragen, und ihr habe Gebet angeboten und alles Mögliche. Und als nichts gewirkt hat, habe ich erst angefangen, Gott zu fragen, was er eigentlich möchte, dass ich es tue, weil irgendwie nichts von dem, was ich gemacht habe, eigentlich bei ihr ankam, weil sie halt total auf Drogen war. Und er meinte dann einfach zu mir, hey, umarm sie einfach. Und ich habe in dem Moment all die Liebe, die er mir gegeben hat für sie, habe ich in diese Umarmung reingesteckt und ihr einfach gesagt, wie sehr Gott sie liebt, und habe sie dann auch wieder gehen lassen. Und das war einfach so ein besonderer Moment für mich, weil ich nichts Großes getan habe, sondern er derjenige war, der etwas getan hat. Und genau dieser Moment war eigentlich ein Zeugnis. Und je länger ich darüber so nachgedacht habe, desto mehr Situationen fielen mir eigentlich ein, die eigentlich ein Zeugnis waren, wo ich es nicht bemerkt habe. Und am Ende habe ich einfach bemerkt, dass ich nie etwas leisten musste, sondern eigentlich nur Werkzeug sein durfte in solchen Momenten und ihm bei der Arbeit zuschauen konnte und in diesen besonderen Momenten dabei sein durfte. Dankeschön. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf da einfach mal gleich weitermachen, weil ich das genial fand, was Vivian so erzählt hat. Ich habe gedacht, ganz am Anfang, ich stelle mich einfach mal vor für die, die vielleicht in den letzten 9 Monaten in die Gemeinde gekommen sind und mich noch gar nicht kennen. Mein Name ist Lisa Kröger und ich bin gebürtige Toschstädterin. Ich bin hier groß geworden und habe mich in dieser Gemeinde mit 15 Jahren für Jesus entschieden. Und seitdem ist diese Gemeinde wie eine zweite Familie, wie ein zweites Zuhause geworden, weil ich auch in viele Dienste einfach hineingeguckt habe, viele Leute kennengelernt habe und es einfach eine absolute Bereicherung ist. In den letzten 9 Monaten, als ich auch immer wieder Post und E-Mails von euch bekomme, aber ich liebe das, im Austausch zu sein, und bin einfach unglaublich dankbar dafür. Von Beruf bin ich Heilerzieherin. Ich arbeite mit Menschen mit Behinderung und habe mir allerdings letztes Jahr durch diverse Umstände und auch Gottes Reden überlegt, ich verkaufe alles und ich mache mal was ganz anderes und nehme mir diese Zeit nur für Gott, und bin dann sozusagen 9 Monate ins schöne Kalifornien gegangen. Nach Amerika. Ich wollte nie nach Amerika. Und habe bei der Bethel Church, so heißt die Gemeinde vor Ort, das erste Schuljahr absolviert. In 5 Wochen geht es tatsächlich auch zurück. Das hat, Gott hat einfach so viele Türen geöffnet. Ich merke, da ist total Segen und Gunst drauf. Und von daher freue ich mich auch einfach, zurückgehen zu dürfen. Und als ich zurückgekommen bin, hat Andy mich gefragt, hey Lisa, was sind so die gröbsten Punkte, die du erlebt hast? Was hat Gott in deinem Leben bewirkt? Was hat Gott in deinem Herzen für Geschichte geschrieben? Magst du davon was weitergeben? Und dann habe ich gesagt, och, ich könnte ehrlich gesagt für Stunden reden. Aber ich habe mir überlegt, ich gebe einen Punkt weiter.
Und das ist der Punkt Identität, der auch in meinem Herzen ganz, ganz viel einfach, auch einfach verändert hat. Und in der Vorbereitungszeit habe ich ein Lied gehört, das war natürlich auf Englisch, aber diese Sängerin oder dieser Punkt, der da sozusagen durchgekommen ist, ist, was wäre, wenn wir es glauben würden? Und das habe ich gemerkt. Was wäre, wenn du es glauben würdest, dass so wie Gott dich geschaffen hat, dass das okay ist? Was wäre, wenn du es glauben würdest, dass du okay bist, das, was du tust, das, was du nicht tust, was du hast, was du nicht hast? Und ich glaube, wir Menschen suchen nach dem Sinn im Leben. Ich glaube, jeder Mensch auf Erden sucht nach dem Sinn im Leben. Ich glaube, jeder Mensch wünscht sich, Bedeutsamkeit und auch Anerkennung zu finden, geliebt zu werden, tief in seinem Herzen geliebt und anerkannt zu werden. Nur habe ich gemerkt, in meinem Leben und auch durch die Jugendarbeit, die ich damals gemacht habe mit den Teenies, mit denen ich mich ausgetauscht habe, dass es ganz viel und ganz oft Dinge gibt, die wir tun und machen, um anerkannt zu werden, um angepasst zu sein, um dazu zu gehören. Und ich glaube, und das ist auch ein Thema in meinem Leben gewesen, dass Diäten bei Frauen, der Haarschnitt kürzer, länger, bessere Klamotten, vielleicht ist es das, vielleicht ist das der Schlüssel, um dazu zu gehören, um anerkannt zu werden von meinem Nächsten, in der Gruppe dazu zu gehören. Und ich glaube, bei Männern ist das viel die Definition über die Leistung, über die Karriere, die man geht, das Handy, den Status, den man vielleicht hat oder das, was man auch nicht hat und dadurch seinen Sinn zu finden, dadurch seine Anerkennung zu finden. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich es glauben würde, dass so, wie Gott mich geschaffen hat, dass das okay ist, das hat tatsächlich einen Unterschied gemacht. Und für mich hat diese Reise schon viel, viel, viel früher begonnen. Und zwar, als ich 18 war. Und ich habe gemerkt, dass durch diese 9 Monate diese Reise weitergegangen ist, aber dass das grundsätzlich ein Prozess ist. Und von dem würde ich euch gerne erzählen. Ich war mit 18, da war ich noch Teil des Lobpreisteams hier und wir waren auf einer Frauenkonferenz, ein paar Dörfer weiter. Und da gab es eine Frau und ich schätze die auf ungefähr 50 Jahre. Und diese Frau hat damals gesagt, dass sie Probleme hat, sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen. Und mich hat dieser Moment sowas von schockiert, weil das ja meine Situation ist oder war, als ich 18 war. Und ich realisiert habe, ich kann tatsächlich mit 50 immer noch dastehen in dieser Selbstfindungskrise, bin ich okay, wie ich bin oder auch nicht, da kann ich mit 50 Jahren immer noch stehen. Das hat mich völlig schockiert. Und das war für mich der erste Moment, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich habe keine Ahnung, ob ich das hinkriege, aber ich möchte mit 50 Jahren nicht immer noch an mir selber zweifeln. Mit 50 möchte ich nicht immer noch Dinge probieren, um dazu zu gehören. Und das hat mich im Prinzip auf diese Reise geschickt. Und ich habe mir in der Vorbereitung natürlich auch Gedanken gemacht, wie wird unsere Identität eigentlich geprägt? Wie bin ich zu dem Menschen geworden, der ich heute bin? Und ich glaube, dass es ganz, ganz deutlich natürlich die Familie um uns herum ist, die Kultur, das Land, in dem wir groß geworden sind. Ich glaube, da spielt auch unsere Selbstwahrnehmung mit hinein. Wie sehe ich mich denn selber? Und durch meinen Job, meine Kollegen betreuen Kinder, auch aus Pflegefamilien, auch aus Kinderheim. Und ich merke, dass wer nicht weiß, wo er herkommt, da ist ganz viel Unsicherheit, da ist ganz viel auch Bindungsstörung an Themen, die natürlich immer wieder hochkommen, wenn man sich auf andere Leute einlässt. Ich glaube, dass wenn man nicht weiß, was seine Identität ist, wo man herkommt, dass das Unsicherheit auslöst. Und ich glaube aber auch, dass es eine andere Variante gibt, wo man eher eine Maske trägt, eine Fassade, wo man versucht zu kontrollieren, um nicht verletzlich zu sein, um nicht zu sehen, dass eigentlich schwimme ich und weiß ich gar nicht, wer ich bin, was ich, ja, was mich ausmacht. Und ich habe seit Jahren schon immer wieder, das ist der Bibelvers, der mir eigentlich immer in den Kopf kommt, das ist Psalm 139. Das ist, finde ich, Gottes Grundgedanken,
wie er uns erschaffen hat. Und das fasziniert mich auch immer, immer wieder. Und das habe ich schon zu Jugendzeiten immer wieder selber gelesen, in Amerika natürlich auf Englisch, jetzt immer wieder auf Deutsch. Und das wollte ich, das wollen wir einfach gemeinsam lesen. Aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Im Vers 13 heißt es, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, oh Gott, es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme nie zum Ende. Und das fasziniert mich mega, ehrlich gesagt, dass Gott sich dabei was gedacht hat, so wie er dich geschaffen hat. In diese Familie, in die er dich hineingesteckt hat, damit hat Gott sich was gedacht. Wie du aussiehst, dabei hat er sich was schon von Anbeginn der Zeit gedacht. Er hat sich überlegt, die Talente, die du hast, die Leidenschaften, ja, deine Stärken und auch deine Schwächen. Und ich habe gemerkt, in der Gesellschaft, in dem, was wir manchmal so durchmachen, ist das für mich auch damals wie so ein innerer Zerriss gewesen. So, oh, gehöre ich dazu, gehöre ich nicht dazu, wie auch immer. Und ich habe vor einigen Wochen von meiner Freundin Video ein Lied zugeschickt bekommen. Das heißt Kein Modelmädchen. Und ich finde, das bringt, ich glaube, dass es Gottes Absicht für unser Leben ist, dass du erkennst, was für ein Original du bist. Dass du keine Kopie sein brauchst. Ich glaube, dass es diese eine Lücke gibt und da passt nur du rein. Du mit deinen Talenten, du mit deinen Stärken und Schwächen, du, so wie Gott dich gemacht hat und nicht anders. Und was mich absolut fasziniert hat, ist besonders in diesen 9 Monaten, dass ich Gott noch mal ganz neu verstanden habe und auch noch mal ganz neu kennengelernt habe. Mit dieser Entscheidung, die ich damals mit 15 getroffen habe, für Gott zu leben, dass ich das tief in meinem Herzen glaube, dass Gott seinen Sohn gegeben hat, dass wir mit ihm Beziehung haben können. Ich glaube, dadurch gehöre ich zu seiner Familie. Dadurch kann ich Gott Herr nennen, kann ich ihn Gott nennen, kann ich ihn Vater nennen, himmlischen Vater. Aber er ist auch ein König. Und das macht mich automatisch zum Königskind. Und da frage ich mich manchmal, frage ich dich, möchte ich dich auch herausfordern, steht auf deiner Stirn Königskind oder ist da auch Königskind drin? Hast du verstanden, was für ein himmlischer, guter Vater er ist und was das in deinem Leben an Bedeutung und auch verändert? Und im 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Und was mich fasziniert, ist, dass Königskinder ihre Identität nicht dadurch bekommen, was sie haben oder nicht haben, sondern von dem sie herkommen, von dem, wer sie sind. Von ihrem himmlischen Vater. Und da frage ich dich tatsächlich, verhältst du dich auch wie ein Königskind? Und für mich war das eine Reise in diesen 9 Monaten, immer wieder Gott zu fragen, hey Gott, was ist eigentlich deine Wahrheit? Was ist deine Wahrheit und deine Gedanken über mich? Und was ich für ein Bild oder für eine Vision hatte, war, dass ich meinen Körper gesehen habe vor mir wie eine leere Hülle. Und Gott hat da Diamanten reingekippt wie Regentropfen, die vom Himmel fallen. Und ich habe gesagt, Gott, das geht nicht, das geht gar nicht. Und ich habe gesagt, Gott, Diamanten sind rein, sind kostbar, sind unfassbar wertvoll, sie sind wunderschön.
Und er hat gesagt, genau Lisa, genau so denke ich über dich, genau so sehe ich dich. Und dann habe ich gedacht, okay, ganz im Ernst, das muss ich erst mal sagen lassen. Und er hat mich abgefüllt oder diese Hülle bis ungefähr Hälfte zur Wade. Und dann habe ich in 3-4 Tage das erste Mal sacken lassen und dann bin ich wieder zu Gott gekommen in einem unterschiedlichen Moment und habe gesagt, hey Gott, ich habe die und die Situation erlebt. Was ist eigentlich deine Wahrheit? Was ist deine Perspektive darüber? Und ich habe Gott gefragt, Gott, wie siehst du mich? Und es ging weiter, dass Gott mich gefüllt hat mit Diamanten. Das nächste Mal bis ungefähr zu den Hüften. Und ich dachte, ach, du ahnst es nicht. Und es ging weiter und weiter und weiter, von Mal zu Mal zu Mal. Es ist eine Reise, es ist ein Prozess, das passiert nicht von heute auf morgen. Bis ich gefüllt war, bis unter einem Haaransatz von Diamanten. Und das Abgefahrene ist, dass ich angefangen habe, tatsächlich das zu glauben und zu verstehen und mich so zu sehen, wie Gott mich sieht. Und ich habe gemerkt, in meinem ersten Schuljahr waren ungefähr 1300 andere Studenten. Und man kommt da an und man versucht, jeder versucht seine Freunde zu finden, jeder versucht sein Tribe, so wie wir das nennen, sein Völk, sein Grüppchen, mit dem man Beziehung aufbaut, mit dem man sich näher kennenlernt, mit dem man tiefer geht. Und ich habe gemerkt, früher als ich zu Gruppen gegangen bin, dann kommt man auf die Idee, ach, ich könnte ja lustigen Spruch klopfen oder der eine versucht leise oder laut zu sein, dazu zu gehören. Und ich habe gemerkt, ich komme in einen Raum rein. Je mehr ich angefangen habe zu denken, wie Gott über mich denkt, und ich glaube, dieser Veränderungsprozess bewirkt oder das Einzige, was da hinzuführt, ist, wenn du das von deinem Kopf verstanden hast und es in dein Herz fällt. Ich glaube, dann kommt wahre Veränderung. Ich habe gemerkt, wie meine Körperhaltung anders war. Wie ich gemerkt habe, okay, Brust raus, Schultern zurück, ist ein Lächeln da. Lächeln kann ich sowieso viel. Aber ich habe gemerkt, das ist in mir, ist es was ganz, ganz anderes. Ich merke, ich trete anders auf. Nicht, weil ich irgendwie mehr habe, weniger habe, gut gekleidet bin, sondern weil ich in meinem Herzen tief verstanden habe, Gottes Gedanken sind immer gut über mich. Es gibt einen himmlischen Vater, der mich bedingungslos liebt. Er ist großzügig, er versorgt mich, er versorgt dich. Wenn deine Situation noch nicht gut ist und die Umstände noch nicht gut sind, dann ist das noch nicht das Ende. Bist du dir bewusst, was du als Königskind alles als Zugang hast, ständig zu deinem himmlischen Vater zu kommen und zu sagen, ich bin dein Kind, ich brauche dich. Und ich habe gemerkt, wie ja, ich in Gesprächen anders war, wie ich nichts tun musste, sondern einfach mehr Frieden gefunden habe, weil ich okay war, so wie ich bin. Und da frage ich dich, wo stehst du in diesem Ganzen? Wo stehst du in dem Prozess? Steht bei dir Königskind drauf? Hast du das vom Kopf her verstanden? Ist das in dein Herz gesagt? Ich habe gemerkt, das ist das eine, zu lernen und zu verstehen, wie Gott mich sieht. Und das andere ist aber auch Gott näher kennenzulernen und sich auch dazu immer wieder Zeit zu nehmen, zu sagen, okay, wenn du mein König, mein himmlischer Vater bist, wie bist du dann? Wie ist dein Wesen? Und da möchte ich dich einfach heute Morgen auf eine Reise schicken, um mal Jesus zu fragen, hey, wo stehe ich eigentlich in dem Ganzen? Ja, was würde passieren, wenn du anfangen würdest, die Wahrheit zu glauben? Der Mensch, der wir sind, sollen wir auch gerne sein, so hieß es in dem Lied. Und wir wollen, das Lobpreisteam darf gerne nochmal nach vorne kommen. Und ich möchte dich einladen, während die einfach nur musikalisch so ein bisschen das begleiten, dass du dir Zeit nimmst, vielleicht auch nur eine Minute mit Jesus zu sagen, Jesus, was ist deine Wahrheit über mich? Was denkst du über mich? Kannst du auch heute Nachmittag gerne beim Spaziergang machen oder am Baggersee. Aber frag ihn mal. Und so danke ich euch von Herzen für eure Aufmerksamkeit und segne euch mit einer neuen Offenbarung, so wie Gott euch sieht, eure Identität tief in ihm zu finden.